Jawohl, Werkst und Fisch. Einer muss halt immer der Beste sein. Herzlich willkommen zu Zonkos Welt TV. Bei mir Werkst und Fisch 2023. Also Aprilia, Duono, V4, Factory. Man sieht's. Sie sind in der Farbgebung wieder ein bisschen aggressiver geworden, haben sich angelehnt an das MotoGP-Design. Mörderisch schön. Und ich habe natürlich dort jetzt einen unglaublichen Platz gefunden, wo die Pflanzen mehr oder weniger ja, die Farbe noch aufdoppeln. Ja. Jetzt hat das Eingangsstatement, einer muss der Beste sein. Das ist natürlich so, das sehen nicht alle so, das sehen nicht alle so, vor allem Menschen, die halt was anderes fahren, wie den Werkst und Fisch, aber es ist so. Es ist einfach so. Sportliches Nacktbike gibt es keins, was dem Werkst und Fisch das Wasser reichen könnte. Und jetzt natürlich kann man sagen, na gut, das sagt der. Der ist ja wirklich nicht schnell, der Bursch. Das ist ja komplett egal, was der sagt. Nein, aber ich meine, ich habe dort die Eminenz mit, das PS-Heft. Und das PS-Heft, das ist einfach wirklich die oberste Instanz im deutschsprachigen Raum, wenn es ums wirklich schnelle Motorradfahren geht. Und da hat es jetzt eine Leserwahl gegeben. Leserwahl, wo es halt irgendwie das Publikum abstimmen kann, wer ist das leibendste Motorradl in der jeweiligen Kategorie. Und in der Kategorie Nacktbike über 990 Kubik gewinnt ganz normal der Werkst und Fisch vor der M1000R. Vor der M1000R, genau. Und von Street Fighter V4. Also, in der Gunst des Publikums ist einmal der Werkst und Fisch vorne. Und das ist insofern erstaunlich, weil Aprilia jetzt hat verglichen mit Ducati und BMW doch ein relativ kleiner Player ist, muss man so sagen. Ist eigentlich der Underdog, aber trotzdem in Führung, auch in der Publikumsgunst. Und im PS-Heft gibt es ja immer so einen Supertest. Und der Supertest, na, da wird irgendeine Maschine auf der Rennstrecke abgefeuert, was nur geht. Wird gefahren, was nur geht. Und dann halt dieses übliche Bewertungsschema. Also da gehen's, das ist wirklich ein harter Test. Der Supertest, der ist auch wirklich objektiv. Und da wird einfach gefahren, was geht. Und die Bestzeit auf der Rennstrecke unter allen Nacktbikes hat einfach nach wie vor der Werkst und Fisch. Also nichts ist bis jetzt auf der Rennstrecke schneller gewesen wie der Werkst und Fisch. Und es gibt auch kein Nacktbike, was insgesamt mehr Punkte hat bei diesem Supertest. Mehr Punkte als der Werkst und Fisch. Und ich glaube, der Werkst und Fisch ist insgesamt siebter. Also so Supersportler, natürlich sind die auf der Rennstrecke im Vorteil. Aber der Werkst und Fisch ist das schnellste Nekt auf der Rennstrecke. Also insofern, wenn ich sage, ja, es kann nur einer der Beste sein, dann hat das also nicht nur jetzt, wie gesagt, sagt das nicht nur der Läuse hinter dem Mikrofon, sondern das ist wirklich ganz hart ausgetestet worden. Jetzt ist es so, ich weiß natürlich, das ist mir schon bewusst, ich habe keinen Realitätsverlust, dass ich natürlich jetzt nicht der Schnellste bin, auch wenn ich auf einem Werkst und Fisch sitze, das ist einfach so, der Schnellste bin ich nicht, war ich auch nie, obwohl ich früher ein bisschen schneller war ich schon, aber das ist ja egal. Ich habe nach wie vor eine mörderische Freude, wenn ich irgendwas abfeuern kann, wo es einfach ein großes Potenzial hat und wenn ich jetzt sportlich unterwegs bin, auch auf der Landstraße, weil Rennstrecken fahre ich jetzt gar nicht mehr viel, vielleicht gar nicht mehr.
das weiß ich noch nicht ganz genau. Aber Rennstrecke ist auf alle Fälle eigentlich für mich jetzt schon ganz, ganz selten. Ist also kein echter Anwendungsfall mehr. Aber ich fahre natürlich hin und wieder gerne eine schnelle Partie auf der Landstraße. Und dort ist es so, ne, da hockst du auf, diesen Werkstattfisch und denkst dir, Alter, es ist einfach irrsinnig gut. Die Fakten haben sich zwar nicht geändert, aber ich kann das kurz sagen, wir haben einen 65 Grad V4, Aprilia V4, mit einem unvorstellbar leiwanden Klang. Also das ist wirklich ein Wahnsinn. Der Klang ist ganz wahnsinnig, aber auch die Leistungsentfaltung und die Leistung an sich. Wir haben 175 PS, schöpfen aus dem 1100er V4. Bei 11.300 Umdrehungen, man muss sich aber keine Sorgen machen, dass das vielleicht unten jetzt nicht marschiert, sondern erst oben im fünfstelligen Bereich. Nein, das teilt wirklich ganz, ganz hart aus. Da bist du noch lange nicht im fünfstelligen Bereich, denkst du schon, Alter, das ist ein Wahnsinn, wie das durchzieht. Dann haben wir noch 121 Newtonmeter bei 7.000 Umdrehungen. Ja, und wir haben ein Gewicht von 209 Kilo vollgetankt. Das ist zumindest die Werksangabe. Manchmal wird es dann gewogen mit 211 oder 212, aber ungefähr tut bei 210 Kilo vollgetankt. Pendeln wir uns ein. Was noch wichtig ist, wir haben dieses semiaktive Öl ins Fahrwerk 2.0. Also das ist wirklich ganz, ganz die feine Ware. Wo wir auch die unfassbar feine Ware haben, ist bei der Bremserei. 330 mm Doppelscheibe, Alter. Das ist einfach göttlich, natürlich mit so einem radialen Brembo-Häuptling. Wo sind wir noch spitze? Schaltautomat, also möglicherweise jetzt bis 50 km/h, wenn du unten irgendwie herumnudelst, ist der Schaltautomat nicht ganz so, wie soll ich sagen, da hast du das Gefühl, na, da blockert sich schon ein bisschen, aber sobald du Feuer gibst, ist der Schaltautomat einfach das Beste vom Besten. Es ist unvorstellbar, wie das gut geht. Und das ist vielleicht sowieso noch ein Punkt, den kann man jetzt sagen, der betrifft mich jetzt Gott sei Dank nicht mehr. In der Stadt war der Werkstunfisch nie die erste Wahl. Also wenn du so zwischen 30 und 50 dahin brodeln musst, das ist nicht das, für was der baut ist, und das schmeckt ihm auch nicht. Und da ist er fast ein bisschen bockig. Also da musst du teilweise so ein bisschen mit der Kupplung fahren, musst schauen, passt der 1er, passt der 2er. Es ist fahrbar, keine Frage, aber du merkst es, dass es ihm einfach nicht taugt. Und selbst der Schaltautomat ist auch nicht für diese Geschwindigkeiten irgendwie ausgelegt. Ich glaube, nichts auf dieser Maschine will 30 km/h fahren. Da gibt es einfach nichts. Das ist halt so. Und jetzt, wo ich da am Land draußen bin, ist ja das komplett wurscht, weil ich habe keine Anwendung für 30 km/h. Also wenn irgendwo ein 30er ist, wird er ignoriert, ganz normal. Das nehme ich nicht zur Kenntnis. Und normalerweise hast du ja im Ort einen 50er und du bist ja sofort außen aus dem Ort. Also mehr oder weniger, wenn ich den Thunfisch anwirf und dann vom 1er in 2er schalt, bin ich aus dem Ort draußen. Na, und dann habe ich das freie Land und dann ist einfach göttlich. Das ist einfach göttlich. Jetzt, was? Bemerkenswert war heute. Das muss ich wirklich sagen. Ich habe jetzt vor kurzem das Video mit dem Fatboy aufgestellt. Und mit dem Fatboy bin ich da mit so einer 80er durchs Land gefahren und habe mir gedacht, bist du deppert, ist das herrlich. Ich bin zwar jetzt relativ langsam, aber das ist scheißegal, es ist irrsinnig super. Und dieses gemütliche Fahren, das geht natürlich auch am Werkstunfisch. Allerdings, wenn du das Gefühl hast, bist deppert, jetzt fahre ich gemütlich dahin, das ist ein Traum. Schaust auf einem Dach, hast 110 drauf. Dann sitzt du da oben und denkst, boah, das ist ja ganz gemütlich, das ist ja so durchs Land rodeln. Also die natürliche Geschwindigkeit von so einem Werkstunfisch ist halt einfach höher. Das liegt wahrscheinlich daran, an der Sitzposition. Die Sitzposition ist, glaube ich, wirklich für ein Nektbike eine sehr sportliche Sitzposition. Deswegen hast du halt auch das Vorderradl so wahnsinnig gut im Griff. Aber du bist schon ein bisschen nach vorgeneigt. Wie ich es oft schon beschrieben habe, wie es also so ein bisschen ein Raubritter, der da irgendwie durchfährt und die ganze Welt unterwerfen will. Und du hast ja eine Sitzhöhe von 835 mm. Also das ist einfach, du siehst, ne? Das ist im Endeffekt ein Superbike, was jetzt halt
quasi als Nacktbike getarnt ist. Und die Leute, es wird wahrscheinlich unter dieses Video auch wieder so Leute geben, die sagen, das ist kein Nacktbike, weil sie eine Verkleidung hat. Aber das ist so, mit den Kommentaren tue ich mich ganz schwer. Also wenn man sie zurückhalten kann, bitte schreibt es nicht unten rein. Das ist einfach ein Blödsinn, das ist ein Nacktbike. Ich bitte dich. Es hat eine gerade Lenkstangen, Amas Superbike, genauso wird es ausgeliefert. Es wird nicht ausgeliefert als Supersportler. Und es hat halt eine kleine Bikini-Verkleidung. Wie sie es auch gehabt haben, keine Ahnung. Freddy Spencer, Wes Cooley, die sind alle mit so kleinen Verkleidungen gefahren. Also es ist ein Nacktbike, der Werkstundfisch. Ja, gut. Und diese Vorderradorientierung ist natürlich ein Traum, wenn du sportlich fahren willst. Und beim Vorwerk, dieses Öl ins Vorwerk, das Semiaktive, ich störe nichts um. Ich kann das elektronisch einstellen ohne Ende, aber ich bin im Sportmodus und habe dort einfach so eine Einstellung, die relativ straff ist, auch vom Fahrwerk, aber es dämpft irrsinnig gut. Es dämpft irrsinnig gut, es spricht relativ sensibel an, also es ist in keinem Fall bockhart. Und was halt echt leibend ist, wenn du in irgendeine so Wellen reinfährst oder irgendwo es irgendeine so Unebenheit gibt, na, das wird einfach ganz normal geschluckt und weg. Und du verlierst nie den Bodenkontakt und hast immer so eine unglaublich satte Straßenlage. Na, und das motiviert dich natürlich, dass du ein bisschen anrauchst, weil das einfach, ja, also so sportliches Nacktbike, wie gesagt, es gibt kein besseres. Das ist leider so. Also für alle, die jetzt halt irgendein anderes Produkt hochhalten, und natürlich ist das eigene Produkt immer das Beste, aber wie gesagt, einer muss wirklich der Beste sein und das ist der Werkstundfisch. Ja, ansonsten, nachdem sie technisch jetzt nichts verändert hat eigentlich zu 2022, kann ich da jetzt nicht den gleichen Sermon immer wieder runterbeten. Das Einzige, was ist, am 22. Juli findet wieder die internationale Thunfischausfahrt statt. Und ich glaube, es ist diesmal zum 8. Mal. Und das ist natürlich immer ein Volksfest im Zeichen des Donners. Das ist wirklich was ganz, ganz Großartiges. Und ja, da bin ich natürlich gestört, auf das freue ich mich. Das ist also ein echter Fixpunkt im Jahr. Wer sich dafür interessiert, also man kann nur mitfahren mit einem Thunfisch. V2 Thunfisch geht auch noch, gibt es aber nicht mehr wahnsinnig viele. Oder mit einer RSV, also RSV 4 oder RSV Mille hat die damals geheißen. Mit sowas kann man mitfahren, mit kleineren Kubaturen oder mit irgendwelchen anderen Aprilias kann man nicht mitfahren, weil dort geht es ordentlich zur Sache und die Erfahrung hat halt gezeigt, die Leute, die sowas fahren, an Werkstundfisch oder RSV4 oder RSV-Mille, die kennen in der Regel relativ gut fahren. Und das ist einfach wichtig bei so einer großen Gruppe, dass das homogen ist und dass da keiner dabei ist, der halt jetzt nicht gescheit fahren kann. Das wäre dann irgendwie zu gefährlich und diese homogene Gruppen irgendwie auseinandertreiben. Und außerdem ist es so, wir sind jedes Mal weit über 100 Teilnehmer, das heißt, die Gruppe wäre zu groß. Also, wie gesagt, mitfahren kann man da nur mit den brutalen sportlichen Aprilias. Und ja, das ist natürlich immer ein ganz, ganz großes Fest. Der Vollständigkeit halber, ich habe mir das heute angeschaut, weil, wie gesagt, ich kriege es ja Gott sei Dank zur Verfügung gestellt, aber das ist jetzt schon so, glaube ich, dass man dort mittlerweile bei 27.000 ist, vielleicht gibt es ein bisschen Aktion in Österreich, die 27.000, vielleicht gibt es irgendwas, irgendeine Aktion, aber es ist natürlich wahnsinnig viel Geld und andererseits, es ist halt ein wahnsinnig gutes Motorrad mit einer unfassbaren Technik, und es ist wirklich das Einzige, was mehr oder weniger ein nacktes Superbike ist, das ist so. Es ist ein nacktes Superbike und deswegen kann es auch keiner panieren, auch wenn es jetzt schon welche gibt, die mehr Leistung drinnen haben. Ja, das weiß man eh, Leistung allein macht es nicht aus, wenn es wirklich um den letzten Fetzen geht, sondern geht es darum, wie das Vorwerk benannt ist, wie das alles ineinander greift. Und da fällt mir immer der Klausi Kramer ein, das ist wirklich ein Traum, weil irgendeiner gemeint hat, naja, aber ich weiß nicht, jetzt so ganz leicht lenkt das nicht ein. Da hat er, war richtig, also ein bisschen handig ist er geworden, hat er gesagt,
Das Wichtigste beim Motorrad ist, dass es stabil ist. Ein stabiles Motorrad ist ein schnelles Motorrad. Das hat man unendlich gedacht. Und der Werkstundfisch ist in keiner Weise nervös. Da musst du nie Angst haben, dass der Lenker schlockt oder dass die jetzt irgendwie von selber in die Kurven reinkippt oder irgendwas Deppertes macht. Nein, die macht einfach nichts Deppertes. Die ist einfach wirklich stabil und setzt aber jeden Befehl, den du ihr gibst, setzt um. Und ja, mich hat es bisher immer sehr, sehr gut behandelt. So, Freunde, jetzt bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Bitte schreibt mir eine, wie euch die neue Farbe gefällt. Schreibt mir das eine. Schreibt mir bitte nicht eine, dass es kein Nektbike ist. Das will ich nicht lesen. Das habe schon so oft gelesen. Ja. Und ich weiß auch, das kann ich auch noch gleich dazu sagen, bevor das wieder irgendeiner eine schreibt. Ich weiß schon, was du noch hast und was du noch hast. Also wenn du das reinschreibst, weiß ich ganz genau, dass du bis zum Ende geschaut hast. Und ja, vielleicht schreibt es mir auch darunter, wer bei der Thunfischausfahrt dabei ist, dass ich mich schon ein bisschen drauf einstellen kann, was da wieder alles für wahnsinnige Raucher daherkommen werden. Und ja, und wenn ihr der Meinung seid, dass irgendein anderes besser ist, das könnt ihr mir gerne unten reinschreiben, das diskutieren wir aus. Jawohl, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Ciao, Baba, grüß euch. Jawohl, Werkst und Fisch. Anna muss der Beste sein. Ja, Werkst und Fisch. Werkst und Fisch. Werkst und Fisch. Du Bono.